Vor langer Zeit begab sich ein junger, aufstrebender Mann namens Summerjam auf die Suche nach seinem von Gott gegebenen Recht, seinem Hack. In den Ruinen Reitz sollte eines Tages ein Skorpion sein Leben für immer verändern. Erst hielt er es für einen Fluch, doch schnell begriff er, dass es ein Segen war. Denn des anderen Minus wurde plötzlich zu seinem Plus. Jedes Mal, wenn er in seine Tasche griff, um sein hart erarbeitetes Geld auszugeben, hinderte ihn der Skorpion daran mit einem Stich. Das ist die Geschichte des Scorpion King. Yo, Bruder. Yo, Jam, wie geht's, Bruder? Alles klar? Alles super, Bruder. Bei dir, was machst du? Ich bin gerade unterwegs. Ich wollte jetzt eigentlich zu dir nach Gladbach kommen und dich abholen. Mich abholen, okay? Warum? Was machen wir? Ich wollte in den fröhlichen Garten mit dir. Ah, du kommst. Hast du denn auch deine Magnum dabei? Ja, oder wir können auch mal das italienische süße Leben kosten. Ah, okay. Du meinst zu Vulkan-Abi? Genau, in Duisburg? Nach Duisburg zu Vulkan-Abi, ganz genau. Und okay. Ja, und ich wollte fragen, sollen wir Sauna-Club gehen? Bist du dabei? Was los, Alter? Bist du nicht auf Skorpion? Legst du mich ein, oder was? Ja klar, Bruder, komm, ich geb dir Eintritt aus. Ficken musst du selber zahlen, Alter, aber Eintritt gebe ich dir aus. Okay, was kostet das? 50 Euro kostet Eintritt, wenn du Alte mitnimmst. Ich weiß nicht, was du Vorlieben hast, aber... 30 Euro oder so, 40 Euro. Also wenn du das Standardprogramm hast, wirst du damit bestimmt auskommen. Okay, das Problem ist, Bruder, ich arbeite gerade hart am Album, du weißt, Alter, eigentlich. Ich kann mir sowas gar nicht erlauben, Alter. Mhm. Deshalb, ich muss jetzt mal eine kurze Sache abchecken. Okay, Bruder, dann bis gleich, ja? Sag mir Bescheid, dann fahr ich los, ja? Okay, Bruder, geht jetzt nur einfach nur darum, ob der Prodigy noch Zeit hat, dass wir die Nacht durcharbeiten. Okay, Bruder. Ja, dann komm nicht mit. Wenn du arbeiten musst, dann besser bleib da, Bruder. Ich check das ab jetzt, wenn der kann, natürlich. Okay, Bruder, guck einfach. Okay, Bruder. Bis dann, ciao. Hallo? Ja? Hallo, Dalida, hier ist Jam. Wie geht's dir? Hi, mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Ja, danke schön noch. Du, ich wollte mal fragen, wie sieht's aus mit heute Abend? Steht das noch? Ja, natürlich, das wir ins Kino. Ah, ins Kino wolltest du, okay. Was wolltest du für einen Film? Hast du irgendeinen Film im Kopf? Das überlasse ich dir. Ich hatte aber auch Hunger. Ach, du nicht? Ach, Hunger hast du auch? Okay, warte mal. Oh je. Doch, wir können was essen. Wenn du willst, können wir auch Popcorn holen. Also ist ja kein Problem. Wir sind ja schon mal im Kino, das gehört ja dazu. Ich hätte schon Hunger. Popcorn können wir natürlich auch dazu noch essen, aber ich würde schon gerne was essen, was normal ist. Okay, was ist normal für dich? Ein Kebab? Soll man Döner essen gehen? Lustig. Nee, ich dachte, wir gehen zum Italiener. War eigentlich gar kein Scherz. Okay, gut, zum Italiener. Was willst du denn? Pizza Margherita? Was wolltest du denn beim Italiener? Okay, ja gut, dann gehen wir was essen, klar, kein Problem. Ja. Kommst du dann dahin? Nee, du weißt ja, ich wollte gerade sagen, ich wohne in Essen, du musst mich schon abholen. Nach Hause fahren natürlich auch. Oh. Das sollte keine Frage sein. Ja klar, ach, gar kein Problem, klar. In Essen und so, oh je, meine. Okay. Ja. Okay, ich, verstehe. Boah, hörst du mich? Hallo? Hallo? Ja, ich verstehe dich ganz gut. Empfang geht die ganze Zeit weg. Nee, bei mir nicht. Doch, ich glaube, Empfang. Hallo? Ja, ich höre dich. Hallo? Hallo? Auf jeden Fall. Alter Schwede. Wir sind bei 46 Euro, meine Freunde. Also. Die Kosten größer sind als 30 Euro,
Dann muss der Scorpion King leider zuschlagen, meine Freunde. Deshalb rufe ich jetzt den Farid an. Ich will meinen Bruder anrufen. Nützt ja nichts, die 46 Euro holen. Hallo. Jo, Bruder. Ich habe jetzt gerade mit dem Prodi telefoniert, der ist auf jeden Fall verhindert, Alter. Also der wird das die Nacht nicht schaffen, dass er... Der hat einfach nicht diese Arbeitsmoral, die ich habe. Du weißt, Bruder, ist ja auch mein eigenes Album, kann ich auch verstehen. Also wenn dein Angebot noch steht, dann würde ich das gerne wahrnehmen. Alles klar, Bruder. Gut. Wann bist du da? Ich bin in einer halben Stunde da. Alles klar, Bruder. Komm dann schon mal runter. Sei eine halbe Stunde unten, dann. Alles klar, Bruder. Pünktlich wie immer, ja? Bis gleich. Ciao. Ja, klar, Bruder. Ciao, ciao. Scorpion wins.